Hallo, hier drüben. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Super. Ich setz mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super! Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken! Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen.
Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Orbi und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen Bluetech-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Wow, hast du es eilig? Mit der Fahrweise kriegst du bestimmt kein Problem mit der Pünktlichkeit. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Ach, im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Nächster Halt, Westspeicher. Endstation. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben.
Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht.